Okay, ich hoffe, wer von Ihnen hat mit unseren Demos schon mal rumgespielt? Wer hat noch nicht mit den Demos rumgespielt? Jetzt sehen Sie, was Sie alles verpassen, wenn Sie mit den Demos nicht rumspielen. Ich empfehle das, wir haben die extra programmiert, damit Sie damit Erfahrung sammeln können. Das sind ja alles Algorithmen. Also wer das bisher noch nicht ausprobiert hat, das ist schon fast sträflich, weil das sind schon über die Hälfte aller Algorithmen, die wir uns hier in der Vorlesung anschauen. Und diese Demos sind natürlich eine hervorragende Art und Weise, sich überhaupt zu belegen, wie das funktioniert, damit rumzuspielen, sich Gedanken darüber zu machen, wie ein solcher Algorithmus läuft. Insbesondere über Perzeptron und neuronale Netze. Bitte, bitte spielen Sie mit den Sachen rum. Ich meine, Sie wollen das, sollten das dann auch nachher noch programmieren. Aber wenn Sie Erfahrung sammeln mit diesen Programmen, wissen, was Sie tun, dann gibt Ihnen das schon einen Eindruck darüber, was wir hier machen. Nun, unter anderem ist auf dieser Demo-Seite. Sie haben alle die URL, ja? Das ist, Lecture Demo. Die URL ist Lecture Demo Ihrer UKA.de, glaube ich. Nein? Lecture-Demo. Da steht es oben, ja. Okay. Also bitte abschreiben und damit mal rum experimentieren. Wir haben ja gesehen, dass wir da eine ganze Reihe von Demos haben. Das heißt, wir haben die neuronalen Netze, Gaussian Mixtures können Sie sich hier anschauen, Perzeptrons, Levenstein, das machen wir heute, Fourier-Reihenzerlegung, Faltungen, Spektrogramme, was war noch? Okay, also auf jeden Fall, ich lege Ihnen das ans Herzen, denn da auf diese Weise können Sie eben auch sich die Algorithmen angucken. Wir hatten uns auch noch K-Nearest Neighbor und KNN Classifier angeschaut. Das Programm haben wir allerdings als ein Applet. Das ist nicht in dieser Webseite. Wenn einer von Ihnen gut JavaScript programmieren kann, dann kommen Sie auf mich zu. Wir würden das ganz gerne nämlich auch in diese Webseite mit reinbringen. So ein Programm mit K-Nearest Neighbor oder K-Means, der eine gute Programmierübung. Und eben auch eine Sache, wo Sie uns helfen, wo Sie bezahlt werden und wo Sie auch etwas lernen über die Algorithmen, die wir hier einbauen. Das ist also eine wachsende Ressource von Programmen, für die Ihnen hilft, aber natürlich auch den Studenten nach Ihnen. Okay, nun hatten wir das letzte Mal uns angeschaut, wie ein Spektrogramm funktioniert, wie also Daten produziert werden in der Sprache, wenn wir also Sprache produzieren, wie sieht ein solches Signal aus? Hier, wie in vielen anderen Aufgaben auch, berechnen wir immer Fourier-Transformationen oder die sogenannte FFT, Fast Fourier Transform, die eigentlich nichts anderes ist als eine Fourier-Reihenzerlegung, weil, wie wir uns erinnern, die FFT ist ein Algorithmus, der annimmt, der ist zunächst mal diskret und periodisch und damit ist die Ausgabe auch periodisch und diskret. Das heißt, weil wir das auf einem Rechner machen, müssen wir annehmen, dass das Signal periodisch ist. Und so hatten wir während der Signalverarbeitung schon kennengelernt, dass wir dann diese Annahme machen. Wir nehmen an, dass unser Signal periodisch ist, was natürlich nicht stimmt. Das heißt, wir schneiden uns ein Stückchen Sprache immer aus dem Signal heraus. Und in diesem Stückchen Sprache machen wir dann diese Annahme und machen eine Fourier-Reihenzerlegung. Und der schnelle Algorithmus dazu ist die sogenannte Fast Fourier Transform. Und die läuft hier also mit, während ich hier spreche, weil wir hier für alle 10 Millisekunden eine FFT berechnen und dieses Spektrum dann darstellen. Die Darstellung eines solchen Spektrogramms ist, dass das Spektrum sozusagen aus der Tafel rauskommt. Und wir dann natürlich das über die Zeit auch darstellen, weil wir alle 10 Millisekunden wieder ein neues Spektrum berechnen und das jeweils immer nur stückchenweise machen. Sie sehen daher, dass das auch so ein bisschen gerastert ist. Sie sehen, dass das scheibchenweise kommt. Kommt von diesen 10 Millisekunden Scheibchen, die wir rausschneiden. Und dann ist das Ganze natürlich auch noch etwas gerastert in der Frequenzdomäne, weil wir nur eine begrenzte Anzahl von Punkten berechnen und dann eben Koeffizienten oder Fourier-Koeffizienten daraus berechnen. Das ist ein Leistungsspektrum. In der Sprache werfen wir das Phasenspektrum weg, weil man im Ohr das nicht hört. Das ist also für die Spracherkennung
für uns zunächst mal nicht interessant. Wir vereinfachen uns damit die Arbeit dadurch, dass wir nur das Leistungsspektrum berechnen. Okay, Sie sehen also, wie das aussieht. Sie sehen auch sehr schön, dass man hier zum Beispiel die hohen Frequenzen für Reibelaute, Zischlaute, solche Sachen hört, sieht man dann sehr schön, wie sie auf dem oberen Ende des Spektrums erscheinen. Im unteren Ende des Spektrums sind die Vokale, wo wir dann die Übergänge haben zwischen den unterschiedlichen Vokalen, die die Sprache dann ausmachen. Okay. Nun, hiermit wollen wir uns nun also damit beschäftigen, wie wir jetzt nicht nur das Sprachsignal produzieren, sondern wie wir es umgekehrt jetzt auch erkennen. Und bei der Erkennung ist natürlich die große Herausforderung, dass wir diesen Mischmasch von Einflüssen haben, aus dem dann das Signal rauskommt. Okay, also jetzt nochmal zurück. Wir versuchen nun ja das Problem der Spracherkennung zu lösen. Das heißt, wir haben hier das Problem, dass wir nicht ein Signal produzieren, das aus verschiedenen Faktoren zusammengesetzt wird, sondern wir versuchen umgekehrt zu erraten oder festzustellen, wie das Signal zustande gekommen ist. Eigentlich, was wir versuchen zu tun, ist festzustellen, was hat die Person denn gesagt oder was geht in unserem Gehirn vor. Denn wenn Sie etwas sagen, dann möchte ich irgendwie erraten können, worüber Sie nachdenken oder was Ihre Idee ist, die Sie mir versuchen zu vermitteln. Und dieses rückwärts Extrahieren dessen, was gesagt worden ist, in seiner ersten Form bedeutet jetzt zunächst mal nur, dass wir versuchen wollen, in der sogenannten Spracherkennung zu erkennen, welche Worte gesprochen worden sind. Also ganz genau so, wie sie tatsächlich gesprochen worden sind. Es gibt auch die Aufgabe von Speech Understanding oder Sprachverstehen anstelle von Spracherkennung, wo die Aufgabe nicht nur ist, die Wörter zu erkennen, die gesprochen worden sind, sondern zu verstehen, was gesagt worden ist, damit Sie sozusagen damit eine Anfrage einer Datenbasis durchführen können oder Übersetzung oder Dialogsysteme und so weiter. Also bei vielen Anschlussaufgaben kommt dann noch das Verständnis dazu, dass wir versuchen, das Ganze irgendwie abzubilden auf eine Semantik oder abzubilden auf ein Verständnis dessen, was gesagt worden ist, damit wir damit tatsächlich etwas durchführen können. Denn wenn ich sage, heute ist warmes Wetter, heute ist es warm, es ist ein warmer Tag. All dies sind Synonyme, sind Paraphrasen derselben Aussage. Und da könnte man zum Beispiel dann sagen, dass vom Verständnis her ist das dasselbe, obwohl die Wörter, die ich gesprochen habe, unterschiedlich sind. Heute beschäftigen wir uns zunächst mal nur mit der reinen Erkennung. Das ist die Aufgabe, dass wir eben das Signal hernehmen und es konvertieren in eine Sequenz von Wörtern. Was uns also interessiert ist, wir haben ein Signal oder eine Sequenz von Signalen, die in das System reinkommen und wir versuchen dann festzustellen, was ist die wahrscheinlichste Sequenz der Wörter, die hier gesprochen worden sind. Und ich habe hier schon das Stichwort gesagt, die Wahrscheinlichkeit der Sequenz der Wörter. Denn die Wörter selber, wie wir das letzte Mal schon festgestellt haben, gibt es viele Sequenzen von Wörtern, die genauso klingen, wo wir eigentlich nie hundertprozentig feststellen können oder sagen können, das war die richtige Sequenz. Ja, wir hatten alle möglichen Beispiele das letzte Mal, wie this machine can recognize speech, ja, diese Maschine kann einen Sandstrand abwracken oder eine Sprache erkennen. Das sind also unterschiedliche Interpretationen desselben Signals, die genauso sich anhören, aber wo die eine Wahrscheinlichkeit einer Aussage oder eines Textes wahrscheinlicher ist als die einer anderen. Das heißt, was uns zunächst mal interessiert, so ein bisschen wieder in Anlehnung an das, was wir schon mit Bayes-Theorie kennengelernt haben, ist zu sagen, ich habe ein Signal, das geht rein und ich will jetzt nun feststellen, für jede meiner möglichen Hypothesen, wie wahrscheinlich diese Hypothese ist. Und dann wähle ich mir die Hypothese aus, die am wahrscheinlichsten ist. Also ganz ähnlich, wie wir das beim Bayes-Klassifikator. Also ich habe Amerikaner gefragt, ich habe alle möglichen Leute transkribieren lassen. Da kommt keiner drauf, was es ist. Manche sind sich sogar nicht mal sicher, ob das Englisch war. Aber es ist de facto nicht dekodierbar, auch für Menschen nicht. Und die Frage ist, und das ist ein Ausschnitt aus einer Benchmark-Datenbasis, die benutzt wird für Spracherkennungsexperimente. Und die Frage ist, wie können wir sowas überhaupt irgendwie versuchen zu erkennen? Nun, die Antwort ist Kontext. Wenn ich Kontext habe, dann plötzlich öffnet sich für mich das Verständnis und dann höre ich plötzlich auch die Sachen, die hier gesprochen worden sind. Wenn ich Ihnen zum Beispiel erzähle,
dass das ein Ausschnitt aus einem Gespräch war zwischen Menschen, die sich über Sport und Exercise unterhalten. Und wenn ich Ihnen sage, dass zu dem Zeitpunkt, als die Datenbasis aufgenommen wurde, im Fernsehen ständig Werbespots liefen über eine Maschine, die hieß Soloflex-Maschine. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Das ist so ein Trainer, so eine Exercise-Maschine. Das ist eine Soloflex-Maschine und das lief ständig im Fernsehen als Werbung. Und jetzt hören Sie sich den Satz an, aus dem das rausgeschnitten worden ist. I just bought myself a Soloflex machine. I don't know if you've seen those advertised on TV. Spiel's nochmal. I just bought myself a Soloflex machine. I don't know if you've seen those advertised on TV. I just bought myself a Soloflex machine. I don't know if you've seen those advertised on TV. Ich glaube, Sie hören alle das Wort Soloflex, würde ich mal sagen. Ja, das kommt also die sogenannte Soloflex-Maschine. Da habe ich Ihnen gesagt, das lief ständig als Werbespots im Fernsehen. Und Fernsehen ist TV, ja? I just bought myself a Soloflex machine. I don't know if you've seen those advertised on TV. I just bought myself a Soloflex machine. I don't know if you've seen those advertised on TV. I just bought myself a Soloflex machine. I don't know if you've seen those advertised on TV. Hier nochmal. I just bought myself a Soloflex machine. I don't know if you've seen those advertised on TV. Ja, jetzt plötzlich können wir es alle hören. Und wir können es nur deshalb hören, weil der ganze Kontext plötzlich da ist, das Verständnis für das, worüber die Leute sich erinnern. Wir als Menschen kommunizieren miteinander dadurch, dass ich sage, ich weiß, was in Ihrem Kopf als Verständnis möglich ist. Und das, wenn das zum Beispiel Familienmitglied ist, das ist besonders krass, weil jeder weiß eigentlich schon, wie der andere über Dinge nachdenkt. Ich muss also nur noch Grunzer von mir geben. Und dann weiß die andere Person schon, was man gesagt hat, weil man prädizieren kann, was sozusagen als nächstes kommt. Und die Akustik ist dann schlecht. Und wir sind als Menschen auch faul, wenn ich weiß, dass ich nur grunzen muss, damit Sie verstehen, was ich jetzt sagen will. Kaffee! Dann ist ganz klar, was jetzt da gemeint mit war. Und dann muss ich mir nicht die Mühe machen, jetzt einen super... Wäre es möglich, dass Sie mir den Kaffee reichen? Das ist unnötig. In der Familie geht das dann manchmal so ab, dass man dann einfach nur so Grundsatz zu sich zuwirft und weiß eigentlich schon, was Sache ist. Und dieses Zusammenspiel zwischen dem Verständnis des Menschen, was der Hörer oder der Zuhörer eigentlich machen kann und wie ich letztendlich als Person dann Sprache produziere, sodass die Person es hören kann, zusammen mit dem Wissen des Kontextes, der Erfahrung und der Linguistik, gibt uns dann sozusagen die entsprechenden Cues oder Hintergrundinformationen, die wir brauchen, um Sprache zu erkennen. Nun, wir sehen jetzt an den Fehlerraten, dass damit sozusagen die einzige Randbedingung nicht mehr Vokabulargröße alleine ist. Wenn ich zum Beispiel Zeitung vorlese, hat die das größte Vokabular von 60.000 Wörtern, aber wie wir gesehen haben, ist tatsächlich recht einfach zu erkennen, weil die Akustik sauber ist, weil die Linguistik sehr gut prädizierbar ist und so weiter. Wenn ich dagegen Human-to-Human, also so Gespräche mit Familienmitgliedern, da sieht man, sind die Fehlerraten dann sehr hoch, weil die Akustik sehr, sehr schlecht dabei ist und unsere Systeme eben nicht so gut darin sind, den kompletten Kontext so gut zu verstehen, wie das Menschen können. Nun, inzwischen sind diese Ergebnisse wesentlich besser geworden. Es ist eine ältere Folie, aber im relativen Vergleich sieht man das heute immer noch, dass Spontansprache, spontan gesprochene Sprache immer noch schwieriger ist, deutlich schwieriger zu erkennen ist als gelesene Sprache. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel dieses Beispiel und Ergebnis, wo wir eine Datenbasis von Conversational Speech, also wo Leute im Gespräch miteinander gesprochen haben, aufgenommen haben, dann hinterher die Versuchspersonen gebeten haben, mit demselben Mikrofon und dem Transkript dessen, was sie vorher gesprochen haben. Also zwei Leute unterhalten sich, wir nehmen das auf, wir transkribieren, was sie gesagt haben und geben denen das Transkript vor, und sagen mit dem Mikrofon, lesen Sie bitte Ihr eigenes Transkript nochmal vor. Und dann bekommen Sie das hier als Ergebnis. I've been getting into, also spontan, ja? Und jetzt liest dieselbe Person das vor. Ja, Sie sehen, ist immer noch dieselben Wörter, aber deutlicher ausgesprochen. Die Person liest es vor. Sie spricht das nicht spontan zu einer anderen Person. Und Sie sehen, wie dann auch die Ausgabe gleich besser wird und die Fehlerrate sinkt auf die Hälfte, wenn gelesene Sprache vorliegt, als wenn Spontansprache vorliegt. Also ein Riesenproblem, diese spontane Spracherkennung.
Man hat in den USA viele Benchmarks gemacht über die Jahre hinweg, wo man alle diese unterschiedlichen Aufgaben tatsächlich in Erkennung und in Wettbewerben zwischen den Teams sozusagen als Herausforderung, als Challenges hergenommen hat. Und Sie sehen, wie zum Beispiel diese Aufgaben hier, Meeting Speech oder Switchboard sehen Sie da oder Conversational Speech, die haben alle die höchsten Fehlerraten und dann auch die längste Zeit, in denen man brauchte, um hier Verbesserungen zu erreichen. Die anderen Links sind eher gelesene Sprache. Meetings ist besonders krass, da reden dann auch noch mehrere Leute aufeinander, alle spontan, die sich gut kennen. Da ist dann die Aufgabe besonders schwierig, weil sie haben dann akustische Phänomene der Überlappung, den Cocktailparty-Effekt, und sie haben dann auch Probleme mit der Spontanität der Sprache. Also Sie sehen, dass da man eigentlich immer noch in der Forschung steckt und wir aus dem Grunde wirklich bei Spracherkennung unterscheiden müssen, die Dinge, die tatsächlich heute schon gut machbar sind und die, die heute noch weiterhin Forschungsaufgaben sind, an denen wir und andere Institute eben arbeiten. Ja, ungefähr 10-15% auf meiner Sprache. Es hat nun viel von meiner Sprache schon gesehen. Herr Dillmann ist, glaube ich, auch so in der Größenordnung. Also die Vortragenden hier sind eigentlich da inzwischen schon so gut adaptiert, dass man da so zwischen 10-15% Fehlerrate. Und wir meinen, dass bei ungefähr unter 15% die Übersetzung auch allgemein verständlich ist. Über 15% sind dann die Fehler der Erkenner so groß, dass dann die Übersetzung auch nicht mehr Sinn macht. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Wort falsch erkannt wird und dann übersetzt, dann wissen Sie gar nicht mehr, was los ist, weil das Wort in der Zielsprache natürlich dann auch nicht mehr klingt, wie das verwechselte Wort. Ja. Wir hatten also zum Beispiel Vorträge im Europäischen Parlament, wo die über Far East sprachen und der Erkenner erkannte Forest und dann kommt im Spanischen raus Selva. Und Sie wundern sich dann als spanischer Zuhörer, warum man hier über Selva redet, wenn man doch eigentlich über Asien redet. Also die Verwirrung ist dann noch mal ein Stück größer. Und daher ist es wichtig, dass wir diese Systeme auch ständig verbessern und adaptieren, auch an Sprecher und an Vokabularien. Parenthetisch möchte ich jetzt noch sagen, wir versuchen, ein Tool zur Verfügung zu stellen, wo Sie als Studenten in der Aufarbeitung im Archiv auch Verbesserungen anbringen können. Das heißt, das ist noch nicht ganz fertig, aber was Sie dann, haben Sie alle schon mal mit dem Lecture Translator rumgespielt? Haben Sie sich mal das Archiv angeguckt? Wir haben also im Archiv, wenn Sie auf die Webseite gehen, können Sie in das Archiv reingehen und dann bekommen Sie die Folien, das Transkript und die Übersetzung in Englische. Das heißt, es ist auch für Ihre Klausurvorbereitung ganz gut, weil Sie die ganzen Vorlesungen sich nochmal reinziehen können und anschauen können. Sie können sogar schneller abspielen und kürzer. Wer erst einen Tag vor der Klausur anfängt, sich vorzubereiten und die Vorlesung hören will, der kann sie in doppelter Geschwindigkeit hören. Das ist ein Witz, ja. Bitte nicht das so tun, denn dann werden Sie die Klausur sicher nicht bestehen. Okay, aber auch hier in diesem Tool, in dem Archiv, werden Sie in der Lage sein, dass Sie schwierigere Fehler korrigieren. Und das hilft uns natürlich, weil das System dann adaptieren und lernen kann. Okay, aber danke für die Frage. Nun, der Spracherkenner, wie er also insgesamt funktioniert, ist daher so, wie wir das gesagt haben. Wir bekommen ein Analogsignal rein. Wir haben einen Frontend-Processor, der das umwandelt in Merkmalsvektoren, das heißt, diese Merkmalsvektoren sind unsere Muster, die alle 10 Millisekunden. Im einfachsten Falle stellen wir uns das erstmal als Spektren vor, Fourier-Spektren, und die kommen alle 10 Millisekunden, weil wir diese Schnipsel rausgeschnitten haben. Das heißt, diese O1, O2, OT sind jetzt Vektoren, die alle spektrale Merkmale drinnen haben. Also jeder dieser Beobachtungen, Observations, O1, O2 bis OT, ist ein Observation-Vektor. Und dieser Vektor hat jetzt Fourier-Koeffizienten von 1 bis, was weiß ich. Und die kommen jetzt alle 10 Millisekunden rein. Und nun haben wir die Aufgabe, dass gegeben diese Sequenz von Beobachtungsvektoren, was ist die wahrscheinlichste Sequenz von Wörtern, die ich hier erkennen will? Und das ist dann mein Ausgabeergebnis. Also das ist die Aufgabe eines Spracherkenners, dass er das tun soll. Okay, wie macht das Ohr das? Das Ohr hat in der Tat sowas Ähnliches wie eine Fourier-Transformation. Das heißt, wir haben
dort die, das Trommelfell, und da ist also ein Hammer, der dann auf diese Cochlea drauf hämmert oder so, das überträgt, ein Transfer, der Vibrationen macht, der Schwingungen. Und in dieser Cochlea, das ist eine Schnecke, die sich verjüngt, also eine Röhre, die immer dünner wird. Und entlang dieser Röhre sind Nervenzellen, die auf unterschiedliche Frequenzen anspringen. Das heißt, wir haben also im ersten Falle wirklich niederfrequente Signale, springen die Nervenzellen an, und am anderen Seite der Cochlea sind das hochfrequente Teile. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Fourier-Transformation, nämlich wir haben jetzt unterschiedliche Nervenzellen, die sagen, ich habe so viel Energie im hochfrequenten Bereich gesehen, daher vielleicht ein S. Ich habe so viel Energie im niedrigfrequenten Bereich gesehen, das könnte ein Vokal sein und so weiter. Das geht in unser Gehirn rein, sind also Fourier-Koeffizienten. Und die bilden also tatsächlich solche Koeffizienten oder solche Filterbankwerte ab, die in unser Gehirn reingehen. Nun, in der Spracherkennung machen wir dann was ganz Ähnliches. Wir nehmen das Signal, das so wie es reinkommt, ins Mikrofon. Wir tasten das ab. Das haben wir lange besprochen, wie das geht mit dem Sampling und der Sampling Rate, wo wir dann das Abtasten durchführen. Und dann versuchen wir das Ganze in eine Spektralform zu verwandeln. Das heißt, wir machen im einfachsten Falle eine Fourier-Transformation, bilden das Leistungsspektrum. Das sehen Sie hier unter Filterbank mit einem T, einem fehlenden T. Mel-Scale Filterbank, was das Mel-Scale bedeutet, ist, wir benutzen dieselbe Skala wie im Ohr eben auch, die logarithmisch angeordnet ist, um das entsprechend zu simulieren. Es gibt andere Codiermaßnahmen, die ich aber nicht vertiefen will. Das können Sie alles in der Vorlesung Spracherkennung hören, wenn Sie das Thema weiterhin interessieren. Okay, also nun haben wir also Filterbank-Koeffizienten, die in das ganze System reinkommen. Die Schritte sind daher Anti-Aliasing-Filter, AD-Verwandlung. Dann müssen wir dieses Fenster machen, um die Schnipschen rauszusuchen, diese kurzzeitigen 10-Millisekunden-Sachen. Dann machen wir eine FFT, eine Fourier-Transformierte. Dann rechnen wir das Power-Spektrum. Und dann wenden wir vielleicht noch ein Mel-Scale an und oder möglicherweise andere Koeffizienten, die wir darauf berechnen. Nur Ziel der ganzen Sache ist, die wichtige Information für Spracherkennung zu erhalten und die unwichtige sozusagen wegfallen zu lassen. Ich sagte schon, das Phasenspektrum hören wir gar nicht als Menschen. Das heißt, das lassen wir einfach fallen. Damit halbieren wir schon mal die Daten, die wir da haben, dadurch, dass wir nur noch das Leistungsspektrum berechnen. Das Leistungsspektrum ist symmetrisch, deshalb können wir daher auch erstmal nur die Hälfte nehmen und dann können wir das auch noch grober rastern, sodass wir das also dann auch nochmal reduzieren können. In der Regel geht man dann in den Erkenner rein mit einem Merkmalsvektor, der so in der Größenordnung zwischen 12 und 16 Merkmalen hat pro Frame. Und der Frame ist alle 10 Millisekunden, in denen wir dann einen neuen Update oder einen neuen Vektor berechnen. Okay. Nun, was mache ich mit dem, um das Ganze zu erkennen? Das ist den ersten Ansatz, hatten wir schon ansatzweise mal uns angeschaut. Das ist der sogenannte Schablonenansatz, wo ich sage, ich nehme ein Muster und passe das auf ein Referenzmuster ab. Nun, zwei Probleme. Diesen Ansatz benutzen wir nicht mehr, einfach aus dem Grunde, weil der nicht kompositionierbar ist oder nicht zerlegbar ist, denn wir wollen ja eigentlich Phoneme erkennen und dann Wörter zusammensetzen. Wenn ich also ein ganzes Wort als Muster abspeiche, kann ich das nicht mehr. Also ein wortbasierter Ansatz ist hier nicht besonders dienlich. Ein zweites Problem, das wir haben, und das wird uns weiterhin beschäftigen, ist die Tatsache, dass wir Sprache in unterschiedlicher Geschwindigkeit sprechen können. Ich kann also sagen, nein oder nein, seven, seven. Six, six. Oder ich kann seven. Ja? Ich kann also Dinge, Wörter in unterschiedlicher Geschwindigkeit sprechen. Sie können sie immer noch verstehen. Und das Problem an der Geschichte ist, das ist nicht nur einfach ein Strecken und Stauchen des gesamten Signals, sondern unterschiedliche Teile werden unterschiedlich gestreckt und gestaucht. Das heißt, wir haben einen nichtlinearen Warp, ein nichtlineares Verzerren meiner Zeitachse, das ich auch noch mit in Betracht ziehen muss. Und was können wir hier tun, um das zu erreichen? Da gibt es einen Algorithmus, der dynamische Programmierung heißt. Dynamische Programmierung ist etwas, was Sie eigentlich in Algorithmen schon kennengelernt haben. Wir nutzen das in diesem Falle, um eine nichtlineare Abpassung. Sie haben wahrscheinlich Löwenstein-Distances kennengelernt in Algorithmentechnik oder
Knapsack-Probleme und so weiter, wo man iterativ durch dynamisches Programmieren ein Muster auf das andere jeweils anpassen kann in nichtlinearer Weise. Nun, wie geht das hier vor bei der Sprache? Ich habe also hier zwei Muster, die will ich aufeinander anpassen. Und dann habe ich also hier eine Zeitachse hier unten, eine Zeitachse da oben. Und ich will die Teile, die zueinander gehören, miteinander anpassen und dann ein Gesamtdistanzmaß entwickeln. Nun, vielleicht werde ich das hier nur ganz grob erklären. Das ist ein wichtiger Suchansatz für die sogenannten Decoder, denn wir müssen heute noch Hidden Markov Models ansprechen. Nun, hier ist die Situation die, dass wir hier so eine Achse haben und wir haben jetzt unterschiedliche Teile, die miteinander aligniert werden. Die müssen zueinander passen. Und wenn die aligniert werden entsprechend, dann weiß ich, welcher Frame zu welchem Frame auf dieser Achse gehört. Und wenn ich das weiß, dann kann ich bei der entsprechenden Zuordnung die Distanzen messen zwischen den jeweiligen Merkmalsvektoren. Wenn ich jeweilige Frame-to-Frame-Distance, also Distanz von dem einen Frame zum anderen, messe, dann kann ich die alle aufsummieren als akkumulierte Distanz, eine Gesamtdistanz. Und das wäre dann meine Gesamtdistanz zwischen dieser Eingabe und dieser Schablone. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich wiederholen mit verschiedenen Schablonen und dann als das Ergebnis so heraussuchen, dass mein Wort mit der kleinsten Distanz der entsprechenden Schablone gewinnt oder mein Ergebnis ist. Der Algorithmus, der das macht, heißt Dynamic Programming oder Dynamic Time Warping Matches, wie man das nannte. Das war der Ansatz, den man in den 70er Jahren, 80er Jahren verfolgte, mit so einem Schablonenansatz, der diesen Suchalgorithmus oder diesen Alinierungsalgorithmus als Dynamic Programming nutzte. Wir werden den gleich wiedersehen unter dem Namen Viterbi-Algorithmus, in ganz ähnlicher Form. Nun, der Ansatz insgesamt, das mit Schablonen zu tun, wurde dann auch verworfen, weil man, wie ich schon sagte, nicht ganze Worte miteinander abpassen will, sondern man möchte eigentlich einzelne Phoneme erkennen und die dann zusammensetzen in Wörter. Und einzelne Phoneme erkennen, da ist dann so viel Variabilität, dass wir hier ein besseres Modell brauchen, das besser generalisiert als eine Schablone. Okay, und daher möchte ich das hier die Details dieses Algorithmus ist vielleicht verschieben, aber und hiermit auf den Hidden Markov Model Ansatz eingehen, der eigentlich alle diese Methoden kombiniert. Das heißt, in einem Spracherkenner, so wie er heute noch in verschiedenen Formen zum Einsatz kommt, Details und Variationen erkläre ich noch, haben wir ein Frontend, das uns eben diese Beobachtungsvektoren produziert. Und wir haben einen Decoder, der versucht, herauszufinden, welches die beste Wortsequenz ist, die dazu passt. Der Decoder sucht durch alle möglichen Hypothesen, die hier hätten vorkommen können, und ordnet denen eine Wahrscheinlichkeit zu. Und mit dieser Wahrscheinlichkeit dann bilden wir den argmax, um die wahrscheinlichste herauszuextrahieren. Teil dieser Suche wird implementiert durch ein sogenanntes akustisches Modell, ein Lexikon und ein Language Model. Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Von der Theorie her wird das Ganze nun ausgedrückt wieder durch Bayes-Regeln. Das heißt, wir haben hier die Bayes-Rule und die sagt uns, was ist die Wahrscheinlichkeit einer Wortsequenz, also wir reden jetzt von Wortsequenzen, nicht von einzelnen Wörtern, gegeben die akustische Sequenz. Das heißt, ich habe also eine Sequenz von solchen Vektoren und will feststellen, wie wahrscheinlich jede meiner möglichen Wortsequenzen hier hätte sein können. Das kann ich umschreiten nach Bayes-Regel in die Wahrscheinlichkeit der Akustik, gegeben meine Wortsequenz, mal der Wahrscheinlichkeit der Wortsequenz, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit der Akustik. Wie schon in den Klassifikatoren, die wir gesehen haben, während der Klassifikation können wir den Nenner weglassen, denn die Wahrscheinlichkeit der Akustik für ein akustisches Signal, das wir versuchen auszuwerten, ist natürlich dasselbe. Also ich habe ein Sprachsignal und will mit diesem Ausdruck ja nun berechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass er gesagt hat, das tut mir aber leid, oder wie wahrscheinlich ist es, dass er gesagt hat, tut mir aber weh, oder wie wahrscheinlich war es, dass er, das tut mir aber Goldhamster. Das heißt, alles sind mögliche Hypothesen, die ich untersuchen muss, und jeder dieser Hypothesen gebe ich eine Wahrscheinlichkeit und alle diese Wahrscheinlichkeiten berechne ich hier, ist aber dasselbe akustische Signal, also nur ein akustisches Signal.
Während der Auswertung ist das, dieses P von A daher konstant. Und wenn wir das Ganze maximieren, können wir dann diesen Nenner weglassen. Unsere beiden Terme, die uns daher besonders interessieren, ist das akustische Modell und das Language-Modell. Okay, also hier kommt das Signal rein. Wir berechnen Spektren. Spektrogramme haben wir kennengelernt. Und nun geht es hier in die Sache, wie wir diese unterschiedlichen Modelle berechnen. Okay, fangen wir also mit dem akustischen Modell an. Also nochmal, wir haben hier diese beiden Terme, die uns interessieren. Das akustische Modell sagt mir jetzt nur, wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine bestimmte Akustik beobachte, wenn ich eine bestimmte Wortsequenz annehme. Das heißt, ich sage jetzt unter der Annahme, das tut mir aber leid, dann wie wahrscheinlich ist es, dass ich die folgenden Spektren tatsächlich sehe. Mal der Wahrscheinlichkeit der Wortsequenz. Und hier stelle ich fest, das tut mir aber leid und das tut mir aber weh, sind relativ wahrscheinlich. Das tut mir aber Goldhamster, ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, ich würde für die Goldhamster-Hypothese eine kleine Wahrscheinlichkeit bekommen für diese Wortsequenz und für die anderen beiden eine größere, die hier aber aufmultipliziert wird. Und die Frage für die Akustik ist nun, wie wir das berechnen, weil das ist ja nun wirklich wieder eine Sequenz von Phonemen, die wiederum aus einer Sequenz von Beobachtungsvektoren entsprechend erstellt wird. Und hierfür wendet man unterschiedliche Ansätze an. Also wir werden über neuronale Ansätze ansprechen, aber der klassische, der heute weiterhin noch benutzt wird, ist der sogenannte Hidden Markov-Modell-Ansatz. Und dann müssen wir zunächst mal mit den Markov-Modellen anfangen. Eine Markov-Kette, wer hat noch nie eine Markov-Kette, das Wort noch nie gehört? Okay, 20% von Ihnen. Wer weiß, was eine Markov, wer hat das Wort Markov-Kette schon mal gehört? Wer weiß, was eine Markov-Kette ist? Ich gucke nur ganz ungenau hin, damit ich also, okay. Also die meisten von Ihnen sind sich da unsicher, offensichtlich daher ganz kurz im Durchflug. Wir haben sozusagen einen Zustandsautomaten. Der hat also bestimmte Zustände, Zustand A und B. In unserem einfachen Fall, der sagt, ist, was weiß ich, es ist, die Sonne scheint oder sie scheint nicht oder was auch immer. Sie können unterschiedliche Zustände haben und dann haben Sie Übergänge über diese Zustände, die sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich in dem Zustand bleibe oder wie wahrscheinlich es ist, dass ich in den nächsten Zustand springe und wie wahrscheinlich ist es, dass ich von dem Zustand wieder zurückspringe oder in dem bleibe. Das wäre dieses Modell. Sie können sich nun dann lange Ketten vorstellen, die in irgendeiner Weise vernetzt sind, wo jeder Zustand mit jedem jeweils verbunden ist und sie dazu Wahrscheinlichkeiten haben, die ihnen sagen, wie wahrscheinlich es ist, von der einen in den anderen überzugehen. Wenn heute die Sonne scheint und dann ist die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass morgen die Sonne wieder scheint und wie wahrscheinlich ist es, dass es morgen regnet. Dafür haben wir dann so einen Zustandsgraphen und der hängt natürlich davon ab, ob das Sommer oder Winter ist. Das heißt, wir könnten ein unterschiedliches Modell bauen, eins für Winter und eins für Sommer, wo wir sagen, haben ein Sommermodell und ein Wintermodell und dann können wir hinterher auch die Erkennung durchführen, ob Winter oder Sommer war anhand der Beobachtungen, die wir sehen. Aber das nur am Rande. Also wir haben einen Zustandsgraphen, der mir sagt, wie groß die Übergänge sind und Wahrscheinlichkeiten, die dazu geordnet sind. Nun kann ich auf die Idee kommen und sagen, wenn ich jetzt in dem Zustand bin und sage, ich springe in den nächsten rüber, hängt das jetzt nur davon ab, was direkt davor passiert ist? Oder hängt das davon ab, ob ich jetzt schon 3 Tage lang Sonnenschein hatte oder 4 oder 5 oder 3 Wochen? In Karlsruhe würde ich sagen, nach 3 Wochen Sonnenschein ist auch im Sommer mal wieder Zeit, dass es regnet. Also irgendwo sind die Wahrscheinlichkeiten natürlich unterschiedlich, je nach dem langen Kontext. Ein Markov-Modell betrachtet den nicht, das ignoriert das. Ein Markov-Modell macht die sogenannte Markov-Annahme, ein Markov-Modell erster Ordnung, sagt, dass ich nur an dem direkt davorliegenden Zustand interessiert bin. Und so haben wir dann Äquivalenzklassen, die wir hier einführen, dass wir nämlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich zum Zeitpunkt T im Zustand SI aufhalte, gegeben, dass ich im Zeitpunkt T minus 1 im Zustand J war, und dass ich im Zeitpunkt T minus 2 im Zustand K war und so weiter und so fort. Also meine gesamte Historie ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass ich mich im Zeitpunkt T im Zustand SI aufhalte,
gegeben, dass ich zum Zeitpunkt T-1 im Zustand SJ war, Punkt. Das heißt, ich höre hier auf und alles, was da vorkommt, ist in einer Äquivalenzklasse, die ich gleichsetze. Das heißt, meine gesamte Historie dahinter wird abgekürzt und ich betrachte nur den Vorgängerzustand. Das ist die Markov-Annahme und daher können wir das einfacher ausdrücken als AJI. Das ist meine Übergangswahrscheinlichkeit von einem Zustand in den anderen, die nicht davon abhängt, was davor passiert. Es hängt nur davon ab, wo ich gerade bin in dem Zustand, welchen Übergang ich als nächstes mache. Nun sind das Wahrscheinlichkeiten, das heißt, sie müssen alle größer als 0 sein und die müssen sich alle auf 1 aufaddieren lassen, damit man damit rechnen kann, wie mit normalen Wahrscheinlichkeiten. Nun, soweit ist das natürlich nur ein Zustandsgraph und die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt das anwenden will auf Sprache, dann habe ich natürlich einen Zustandsgraph, dass ich mich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit von einem, nehmen wir mal an, wir wollen diese Zustände mit Phonemen gleichsetzen und sagen, wir versuchen jetzt das als Phoneme zu modellieren, dann habe ich da auch Zustände, mit denen ich sagen kann, wie wahrscheinlich ist es, dass ich von einem Aussprachezustand in einen anderen übergehe. Aber was uns natürlich noch fehlt, sind die tatsächlichen Beobachtungen, die ich dabei ja letztendlich produziere, dass ich, wenn ich in einem Zustand bin, eines Phonems A zum Beispiel, brauche ich ja noch irgendwie einen Ausdruck, der mir sagt, wie wahrscheinlich es dann tatsächlich ist, dass ich ein bestimmtes Spektrum ausgebe. Das heißt, wir müssen das Modell erweitern und das machen wir, um uns das klar zu machen, wie das funktioniert, benutzen wir diese Analogie mit einem Single Fared TOS, also mit einem Modell, das jetzt auch noch das Übergänge hat und Ausgaben. Stellen wir uns das erstmal vor, wie Urnen oder Tassen. Stellen Sie sich also vor, ich stehe jetzt hier vor Ihnen und ich habe 20 verschiedene oder 5 verschiedene Tassen, ja, Cups. Und in den Tassen sind unterschiedliche Mischungen von farbigen Murmeln drin. Also in meiner ersten Tasse habe ich hauptsächlich blaue Murmeln drin. Also ich habe ein Drittel rote Murmeln, die Hälfte sind blaue Murmeln und dann habe ich so ein paar gelbe Murmeln, Yellow Marbles. Ja. Und daher, wenn ich jetzt wahllos in diese Urne oder in diese Tasse reingreife und eine Murmel rausziehe, hat die natürlich die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit der Farbe ist natürlich die Mischung, mit der ich diese Farben in dieser Tasse drin habe. Also in der ersten Tasse dann greife ich eine Murmel raus und mit Wahrscheinlichkeit 0,5 ist die blau, mit Wahrscheinlichkeit 31% oder 0,31 wäre die rot und mit Wahrscheinlichkeit 0,19 wäre die gelb. Und in der zweiten Tasse ist das aber anders, das ist die Hälfte von den Murmeln rot. Und in der letzten Tasse ist die Hälfte aller Murmeln gelb. Das heißt, je nachdem, aus welcher Tasse ich Murmeln rausziehe, wird die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Farbe sich verändern. Sie wissen aber nicht, vor welcher Tasse ich stehe. Also ich mache jetzt hier einen großen Vorhang davor. Sie können nicht sehen, was ich tue. Sie können nicht sehen, vor welcher Tasse ich stehe. Und ich sage Ihnen jetzt nur noch die Farbe der Murmel, die ich rausziehe. Und jetzt sage ich Ihnen die Farbe an und Sie sagen mir, vor welcher Tasse stehe ich. Das heißt, ich fange jetzt erstmal an und sage rot, rot, blau, rot, 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 blau, gelb, rot, 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 blau, rot, 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 blau, gelb, 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 rot, gelb, gelb, rot, gelb, gelb. Was ist hier passiert? Ich glaube, die meisten haben wohl hoffentlich festgestellt, dass ich am Anfang vor dieser mittleren Tasse stand und weil es hauptsächlich rote waren, die ich rausgebracht habe und plötzlich irgendwie schwappt das um und meine zufälligen Auswertungen, mein zufälligen Herausziehen von Murmeln ist plötzlich hauptsächlich gelb. Das heißt, ich bin wahrscheinlich in dieser letzten Tasse, wo die Verteilung deutlich mehr sich auf gelb konzentriert. Das ist das Prinzip des Hidden Markov-Modells, weil Sie den Zustand, den Markov-Zustand, der ist hidden, der ist versteckt, den können Sie nicht sehen. Das Einzige, was Sie beobachten, ist die Farbe der Murmel, die ich hier rausziehe. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt nun die zu sagen, Sie können nur beobachten, was hier rauskommt, aber ich habe im Hintergrund einen Markov-Prozess, der in unterschiedlichen Zuständen unterschiedliche Emissionen hat.
Okay. Und das ist wie mit meiner Tasse. Jeder Zustand hat eine unterschiedliche Verteilung der Emissionen. Und es hängt davon ab, vor welcher Tasse ich stehe, welche Verteilung Sie dann tatsächlich hinterher beobachten. Ist das soweit klar? Ja. Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und darauf kommen wir jetzt gleich. Das Ganze ist zunächst mal die Intuition, ja, was wir hier machen. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt in ein formales Modell umwandeln. Das heißt, dass diese Geschichte mit den Tassen, stellen Sie sich jetzt also vor, wie jede Tasse ist ein solcher Zustand und Sie haben jetzt zufällige Übergänge von einem Zustand in den anderen und Sie haben in jedem Zustand dann auch nochmal eine zufällige Verteilung der Farben oder der Murmeln, die Sie ausgeben. Okay? Also wir haben jetzt dann ein Modell, das ist immer noch ein Markov-Modell, aber es hat jetzt nicht nur zufällige Übergänge von einem Zustand in den anderen, sondern es hat dann auch noch zusätzliche Emissionen in jedem Zustand. Also, wir sind im Zustand A und in diesem Zustand haben wir jetzt plötzlich eine Verteilung P von O gegeben A. Das ist die Verteilung oder die Wahrscheinlichkeit meiner Beobachtungen gegeben der Zustand A. Also gegeben, dass ich in der ersten Tasse bin, wie wahrscheinlich ist es, dass ich blau ausgebe oder gelb ausgebe oder rot ausgebe? Und der zweite Zustand B hat auch eine Verteilung, die aber anders aussieht, wo andere Farben unterschiedliche Wahrscheinlichkeit haben. Das heißt, je nachdem, in welchem Zustand ich bin, habe ich unterschiedliche Emissionswahrscheinlichkeiten, unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, mit denen ich eine bestimmte Farbe ausgebe. Ja? Okay, also wir haben jetzt zwei Arten von Wahrscheinlichkeiten. Das eine sind die Übergangswahrscheinlichkeiten und das andere sind die Emissionswahrscheinlichkeiten der Ausgabe meines Modells. Okay, soweit klar? Okay. Nun sehen wir dann auch schon im Vorausblick, warum das interessant ist für uns, dieses Hidden Markov Modell, warum das interessant ist für uns als Modell für die Sprache. Wir haben ja vorhin gesehen, wenn wir das akustische Modell uns anschauen, dann dreht es sich darum, dass wir eine Wahrscheinlichkeit für eine Beobachtungsvektor, unser Beobachtungsvektor ist ein Spektrum, stellen Sie sich das so vor wie die Farbe meiner Murmel. Mein Spektrum, das ich beobachte, gegeben, dass ich in einem bestimmten Zustand bin. Sie wissen bei der Spracherkennung aber nicht, ob ich jetzt gerade ein A habe oder ein U oder ein I. Das ist ja alles meine Unbekannte, das ist mein Hidden State. Dieser Zustand ist nicht bekannt und den versuchen wir zu erraten im Rückwärtsgang, um festzustellen, welches Wort wurde hier gesprochen. Wir beobachten nur die Farbe der Murmel oder wir beobachten nur das Spektrum, das wir hier als Ausgabe bekommen. Wir sind also daran interessiert, den wahrscheinlichsten Pfad, die wahrscheinlichste Hypothese zu finden, die einen bestimmten Beobachtungsvektor produziert, gegeben, dass ich in einem bestimmten Zustand bin, wobei dieser Zustand hidden ist und versteckt. Den versuchen wir uns zu erraten. Okay? Nun, wie sieht das Modell dann also aus? Das heißt, wir haben also hier auch wieder einen Markov-Graphen, also einen Markov-Zustandsgraphen, der in unserem einfachen Beispiel hier auch wieder zwei Zustände hat, A und B. Wir haben Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zuständen, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich in A bin und nach A übergehe oder dass ich in A bin und nach B rüberspringe. Das sind also unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Und in beiden dieser Zustände habe ich dann auch noch die Emissionswahrscheinlichkeit oder die Verteilung dieser Emissionen. Das heißt, ich habe alle möglichen Beobachtungen O1 bis OM. Stellen Sie sich das wie Farben vor oder wie Vektoren im Spracherkenner, Mustervektoren, gegeben, dass ich im Zustand A bin. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich ein Spektrum produziere, das irgendwie klingt, gegeben, dass ich im Zustand U bin, oder wie wahrscheinlich ist es, dass ich U produziere und ich bin im Zustand A. Beides ist mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit möglich, aber diese Wahrscheinlichkeiten sind unterschiedlich für jeden Zustand. Nun, als Notation können wir das ein bisschen einfacher machen. Wir haben schon eingeführt, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit mit der Markov-Annahme hier nur vor dem Vorgängerzustand abhängig ist. Und daher nehmen wir diese Übergangswahrscheinlichkeit, beschreiben die einfach nur noch als AJI. Das ist also die einfache Übergangswahrscheinlichkeit von einem Zustand in den anderen. Und dann haben wir noch die Emissionswahrscheinlichkeit BJK. Das ist die Wahrscheinlichkeit im Zustand J, einen bestimmten Emissionsvektor auszugeben oder Beobachtungsvektor auszugeben, diesen Beobachtungsvektor K. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Zeitpunkt T den Beobachtungsvektor K ausgebe, unter der Annahme, dass ich zum Zeitpunkt T im Zustand SJ bin. Okay, wie ich schon sagte, modellieren wir auf diese Weise
bei der Spracherkennung die Sprache, aber das Hidden Markov-Modell, so wie wir es kennenlernen, hat viel weitere Anwendungen als in der Spracherkennung alleine. Es ist also ein Modell, das Sie sich gut anschauen sollten, denn Sie finden es wieder in allen möglichen anderen Sachen, in der maschinellen Übersetzung, der Robotik, der Bildverarbeitung, in vielen anderen Bereichen findet man das Hidden Markov-Modell immer wieder, eigentlich als ein Prozess, der mir solche Sequenzen oder so sequenzielle Mustererkennung für mich durchführen kann. In der Spracherkennung nehmen wir das Modell so, dass wir uns Zustände definieren, die für Phoneme stehen. Ich sagte schon, wir können uns das salopp so vorstellen, dass jeder Zustand ein Phonem ist. In der Praxis reicht das nicht so ganz. Zunächst mal habe ich ja gesagt, die Markov-Annahme bedeutet ja, dass mein Zustand nur davon abhängt, mein Zustandsübergänge nur davon abhängen, in welchem Zustand ich bin. Und meine Emissionswahrscheinlichkeit ist auch nur von diesem Zustand abhängig. Das heißt, alles, was vor diesem einen Zustand passiert ist, ist unwichtig für das, was in der Sprache passiert. Ist das realistisch mit 10 Millisekunden Zeitscheiben? Absolut nicht. Wenn ich Sprache spreche, dann ist selbstverständlich der nächste Zustand oder die nächsten 10 Millisekunden sehr wohl beeinflusst von dem, woher ich gerade gekommen bin. Das heißt, diese Markov-Annahme ist eine der falschesten überhaupt in der Spracherkennung. Aber wir arbeiten trotzdem mit diesem Modell, weil es uns einen sehr guten Mechanismus für das Bearbeiten von Sequenzen gibt. Aber als Ergebnis hat man natürlich dann auch Probleme, weil diese Markov-Annahme des Kontextes halt nicht richtig ist. Das heißt, man repariert dann diese Fehler dieser Annahme durch alle möglichen zusätzlichen, Sie können die vielleicht Hacks nennen, aber sind sozusagen unter den Forschern natürlich Modellierungsansätze. Und einer davon ist zum Beispiel, dass wir jetzt ein Phonem nicht nur durch einen Zustand ausdrücken, sondern durch eine Sequenz von dreien. Das heißt, ein Phonem wird in der Spracherkennung nicht durch einen Zustand, sondern durch drei, nämlich den Anfangszustand, den Mittelzustand und den Endzustand eines Phonems. Das heißt, wir bauen uns ein Modell, das etwas breiter ist und daher auch unterschiedliche Phasen eines Phonems und Übergänge eines Phonems besser modellieren kann. Okay, und da gibt es nun viele Varianten, die ich jetzt im Moment nicht besprechen möchte, aber grob gesehen können wir dann auf diese Weise Wörter repräsentieren und dementsprechende Phoneme und die Phoneme wieder als Zustände. Das heißt, die Korrespondenz zu Zuständen und der Sprache, die wir versuchen zu erkennen, ist eindeutig. Nun haben wir drei Probleme, die wir lösen müssen und kennenlernen müssen. Das ist das Evaluationsproblem, das Decoding-Problem und das Trainingsproblem. Und was meinen wir damit? Im Evaluationsproblem will ich feststellen, wie wahrscheinlich ist es, eine Observation Sequence zu beobachten. Das heißt, ich habe meine Emission. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich die Sequenz meiner Spektren, so wie die Sprache tatsächlich passiert ist, beobachten werde, gegeben, dass ich weiß oder meine zu wissen, die Sequenz, mein Modell. Dass ich also bei einem bestimmten Modell, wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit produziere. Und das ist natürlich insofern ein bisschen knifflig, weil wir hatten ja gesagt, jeder Zustand hat Übergänge. Und es ist ja möglich, wenn ich ein Modell habe, mit dem ich ein Phonem E modelliere, und ich nehme jetzt Beobachtungen rein und ich versuche festzustellen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Modell diese Spektren hat produzieren können, dann kann ich die natürlich berechnen, dadurch, dass ich die Wahrscheinlichkeitsverteilungen kenne. Aber eine der Kniffligkeiten ist natürlich die Tatsache, dass ich in unterschiedlichen Sequenzen durch diese drei Zustände durchgehen kann. Und die gehören ja alle zu dem Modell. Ich muss die also alle diese verschiedenen Möglichkeiten aufsummieren. Das ist das Evaluationsproblem. Beim Decoding-Problem habe ich eine andere Aufgabe. Beim Dekodieren versuche ich ja, die wahrscheinlichste Sequenz herauszustellen. Das ist ja die eigentliche Aufgabe, die wir wollen in unserem Erkenner. Wir wollen nicht wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Wort auf die Beobachtung passt, sondern ich will am Ende feststellen, was war denn die wahrscheinlichste Sequenz meiner akustischen Modelle oder Phoneme und Wörter, mit denen diese Akustik hätte produzieren können. Hier versuchen wir, eine Maximierung durchzuführen, also die wahrscheinlichste Sequenz zu bestimmen. Und wie wir ja schon festgestellt haben, die Zustandssequenz ist Ihnen nicht bekannt. Das ist der Hidden State. Wir versuchen also zu erraten, was war die wahrscheinlichste Sequenz meiner Urnen, mit der ich hätte diese Beobachtung produzieren können. Also, so wie vorhin, wenn ich also nur sage,
gelb, 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 gelb und rot, 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 rot. Und Sie sagen, ah, das war wahrscheinlich in Zustand sowieso und wahrscheinlich in Zustand sowieso. Mit einer wahrscheinlichen, mit einer kleinen wahrscheinlich wäre ja jeder Zustand möglich. Aber Sie versuchen die wahrscheinlichste Sequenz, die auf diese Beobachtung passt, dann zu festzustellen. Und das macht der Decoding-Algorithmus. Und das dritte Problem beim Training haben wir natürlich jetzt die zusätzliche Aufgabe, dass wir sagen, ja, wer bestimmt mir denn überhaupt diese Emissionswahrscheinlichkeitstabellen oder diese Übergangswahrscheinlichkeiten? Stellt die irgendwer per Hand ein oder fällt die vom Himmel? Beides ist nicht der Fall. Das heißt, wir haben einen Trainingsalgorithmen, der Daten hernimmt und sagt, für meine vielen Daten, die ich als Trainingsdaten habe, die schon mal irgendwie transkribiert worden sind, brauche ich einen Algorithmus, der mir jetzt nun diese Parameter, diese Übergangswahrscheinlichkeiten der Modelle und die Emissionswahrscheinlichkeiten einstellt. Dafür gibt es zwei Ansätze, den sogenannten Viterbi-Training und einen Forward-Backward-Algorithmus, den wir uns auch anschauen. Nun, Evaluation, fangen wir damit an. Die, wie ich schon sagte, ist ja hier die Aufgabe, dass wir feststellen wollen, wie wahrscheinlich war die Beobachtungssequenz gegeben mein Modell. Und diese Wahrscheinlichkeit ist ja nun die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in dem einen Zustand aufhalte, eine bestimmte Emission produziere, dann einen Übergang in den nächsten Zustand mache und dort wieder eine Emission produziere. Es könnte aber auch sein, dass ich mich hier zweimal in dem Zustand aufhalte und dann meinen Übergang mache und dann auch mit einer begrenzten Wahrscheinlichkeit dieselbe Sequenz von Beobachtungen vorfinde. Das heißt, ich muss also alle Möglichkeiten aufsummieren, alle Möglichkeiten der Beobachtungen und der Zustände, gegeben das Modell über alle möglichen Zustandssequenzen Q. Das heißt, ich mache alle möglichen Sequenzen durch dieses Modell durchzugehen, stelle ich fest, und für jeden Pfad, den ich durchgehe, berechne ich dann Emissionswahrscheinlichkeit mal Übergangswahrscheinlichkeit mal Emissionswahrscheinlichkeiten und so weiter. Ja? Und das sehen Sie also hier, dass ich dann in die Summe über alle Q0 bis Qt habe. Das sind also alle möglichen Pfade durch dieses Modell. Und dann habe ich die Übergangswahrscheinlichkeit mal Emissionswahrscheinlichkeit mal Übergangswahrscheinlichkeit mal Emissionswahrscheinlichkeit und so weiter für diesen Pfad. Okay? Ist jedem klar, was wir machen? Ist eigentlich ganz einfach auf diese Weise. Okay. Ich weiß, das Ende der Vorlesung, wo das Gehirn anfängt, auseinander zu driften, aber das ist wichtig. Also geben Sie sich nochmal einen Energy-Drink und weiter geht's. Okay, also wir haben jetzt die Summe aller dieser Pfade und multiplizieren diese Multiplikation, oder Wasser tut's auch, genau, oder Kaffee. Das heißt, wir summieren die alle auf. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass die mögliche Kombinationsmöglichkeit aller möglichen Pfade und aller möglichen, wenn ich das alles aufnummeriere, wie viele Möglichkeiten ich hier habe, unterschiedliche Pfade zu produzieren, stellt man sehr schnell fest, dass das astronomische Größen annimmt. Das ist nämlich exponentiell. Das heißt, wir haben dann n hoch t unterschiedliche mögliche Pfade. Und für all diese Pfade muss ich diese Berechnung durchführen. N ist die Zahl der Zustände. T ist die Zeit der Zeitschritte. Sie sehen also, je länger mein Satz oder je länger die Zeit, umso astronomisch unmöglicher wird das Ganze, das auf diese Weise zu berechnen. Wir brauchen also eine Alternative, und das ist, wo das dynamische Programmieren reinkommt, denn was wir hier machen, ist, wir führen eine Hilfsvariable ein. Das ist ein Trick, den finden Sie immer wieder, den finden Sie unter Markov Decision Processes später und Reinforcement Learning und Viterbi Algorithmus und Dynamic Programming ist eigentlich alles immer wieder derselbe Trick. Nämlich, Sie führen eine Hilfsvariable ein, mit der Sie so tun, nach Induktion, als ob Sie schon den besten Pfad kannten. Und das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen erläutern. Das heißt, wir tun so mit dieser Hilfsvariable Alpha 0, dass wir nur bis zu einem bestimmten Punkt in meinem gesamten Pfad, ich habe also eine bestimmte Zahl von Beobachtungen, und wir sagen, wir gehen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Nun sagen wir, wir tun so, als ob wir zu diesem Punkt schon wüssten, was die Gesamtwahrscheinlichkeit ist, dass ich zum Zeitpunkt T im Zustand J mich aufhalte und die gesamte Beobachtungssequenz von O1 bis OT gesehen habe. Also ich bin ganz oben, zum Zeitpunkt T im Zustand J mit meinem Modell, also irgendwo zwischendrin, und habe die Beobachtungssequenz von O1 bis OT beobachtet.
Und jetzt komme ich mit meinem induktiven Schritt und sage, als nächstes will ich feststellen, was ist denn dann die nächste Wahrscheinlichkeit, dass ich im nächsten Zustand, im Alpha T zum Zustand J, wie berechne ich den, wenn ich den Vorgängerzustand kannte und dessen Gesamtwahrscheinlichkeit. Das heißt, ich nehme also an, dass ich das Alpha T minus 1 im Zustand I kannte, also meine gesamte Wahrscheinlichkeit aller Beobachtungen zum Zeitpunkt T minus 1 im Zustand I zu sein, dass ich das weiß, dass ich diese Zahl kenne. Und jetzt versuche ich zu berechnen, was denn dann die Wahrscheinlichkeit aller Beobachtungen zum Zeitpunkt T und im Zustand J dann zu sein wäre. Und dann stelle ich schnell fest, dass das die Emissionswahrscheinlichkeit im Zustand J, in den ich mich hereinbewege, ist und dort dass die Emission OT, also den Emissionsvektor, zum Zeitpunkt T produziere. Nun ist aber nicht nur der Vorgängerzustand, kann aber nun mehrere gewesen sein. Wenn ich jetzt also in unserem einfachen Zwei-Zustand-Modell sitze und ich bin jetzt irgendwie im zweiten Zustand und will also berechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt, wie wahrscheinlich ist die gesamte Beobachtungssequenz in diesem Zustand, dann kann ich das dadurch machen, dass ich sage, okay, ich nehme an, dass ich das wusste, wie das ein Zeitpunkt davor war, das Alpha T minus 1, aber im Zeitpunkt T minus 1 hätte ich ja davor in dem anderen Zustand gewesen sein oder in demselben, also eine Selbstschleife oder eine Übergangsschleife. Ich habe also mehrere Vorgängerzustände, aus denen ich hätte kommen können, und wenn ich deren vorherige Alphas kannte, dann muss ich aufsummieren über die Alpha T minus 1 in den Zustand I und dann eben über alle Vorgängerzustände I aufsummieren. Okay. Da war jetzt vielleicht ein bisschen viel, sollten Sie sich vielleicht zu Hause an der Folie nochmal anschauen. Aber das Wichtige daran zu erkennen ist, dass das ein induktiver Schritt ist. Ich nehme an, dass ich die Alphas zum T minus 1 kenne und berechne jetzt nun, wie mein Alpha zum Zeitpunkt T aussieht. Und das wiederum ist ganz einfach, denn ich muss zusammenzählen alle Alphas T minus 1 von den Vorgängerzuständen mal der Wahrscheinlichkeit, an diesem Zustand meinen Emissionsvektor auszugeben. Wenn ich das kann, diesen induktiven Schritt machen kann, dann kann ich das immer weiter so tun und sagen, okay, im nächsten Schritt mache ich das dann wieder und mich sozusagen durch das gesamte Markov-Modell durchhangeln. Und das geht natürlich in quadratischer Form, also n Quadrat anstelle von exponentiell, weil ich mit dieser Hilfsvariable induktiv vorgehe. Das Ganze muss ich natürlich initialisieren, das heißt ganz am Anfang habe ich natürlich, die Frage ist, wenn ich wirklich ganz am Anfang anfange, was war denn dann mein Vorgängerzustand? Was war mein Alpha 0 für alle Zustände? Und das ist ganz einfach. Wir sagen einfach, bei unserem Modell gibt es einen Anfangszustand. Und dieser Anfangszustand bedeutet, dass meine Wahrscheinlichkeit an dem Anfangszustand im Zustand J ist 1, wenn ich im Startzustand bin, und 0 für alle anderen Zustände. Damit sage ich einfach, es geht hier los zum Zeitpunkt 0. Und dann kann ich von daher ableiten, induktiv durch das gesamte Modell durcharbeiten, in quadratischer Form. Also der Algorithmus ist wichtig. Wir bekommen dann so eine sogenannte Trellis, die Sie sich anschauen können, um das Ganze zu verstehen. Das heißt, die Trellis für unser Zwei-Zustands-Modell, das ist sogar jetzt etwas noch einfacher, nämlich dadurch, dass wir sagen, wir haben zwei Zustände, einen Anfangszustand, einen finalen Zustand. Und in diesem einfachen Modell ist es sogar nur in eine Richtung. Das heißt, wir haben keinen Zustand vom zweiten Zustand in den ersten. Jetzt frage ich Sie ganz kurz, was sollte man denn machen in der Spracherkennung? Sollte man Modelle haben, die Zustände haben, wo alle Zustände mit allen vernetzt sind? Oder nur so wie hier, von links nach rechts? Wir machen es nur von links nach rechts, weil es natürlich in der Sprache die Zeit nur nach vorne geht. Wenn wir also Phoneme modellieren mit solchen Modellen, dann ist ein Zurückspringen nicht sinnvoll, denn man würde ja dann sozusagen sagen, dass ein nächster Zeittakt oder eine nächste Emission, eine nächste Beobachtung mit einem davorliegenden Zustand assoziiert wird. Die Zustände sind ja Phoneme. Das heißt, ich kann nun nicht rückwärts im Rückwärtsgang vorherliegende Phoneme versuchen zu erkennen mit zukünftigen Beobachtungen. Aber ich sage das dazu,
Das ist nicht immer richtig. Das ist für Spracherkennung richtig, weil die Zeit von links nach rechts geht. Stellen Sie sich vor, ich benutze denselben Algorithmus für maschinelle Übersetzung, wo ich die Wörter der einen Sprache mit der Wörter der anderen Sprache versuche zu alinieren. Da ist es nicht sinnvoll, nur von links nach rechts zu gehen, denn ich habe Umordnungen. Ja? Das schöne Haus, La Casa Bonita. Ja? Das heißt, Casa und Bonita, schön und Haus. Wir haben Wortumordnungen, die letztendlich Zustände, die als nächste kommen, mit Zuständen, die davor waren, in der anderen Sprache jeweils assoziieren müssen. Das heißt, je nach Aufgabe brauchen Sie unterschiedliche Modelle. In der Spracherkennung, ein Modell, wo alle Zustände mit allen vernetzt sind, nennt sich ein ergodisches Modell. Aber in der Spracherkennung benutzen wir nur Left-to-Right-Modelle, die also nur von links nach rechts, also in der Zeit gehen. Nun, die Trellis arbeitet Ihnen das ab. Das heißt, wir fangen mit diesen Alphas, sind in den Kästchen drin. Wir fangen mit einem Alpha-Zustand im Zustand 1 zum Zeitpunkt 0 mit einer Wahrscheinlichkeit 1 an. Die anderen sind 0. Dann nehmen wir die Summe von den möglichen Vorgängerpfaden. Das heißt, wenn wir als nächstes versuchen, das Alpha zum Zeitpunkt t gleich 1 auszurechnen, das Alpha im Zeitpunkt t gleich 1 im zweiten Zustand zu sein, berechnen wir dadurch, dass wir zunächst mal die Emissionswahrscheinlichkeit, ein A zu produzieren, also die Emissionen sind hier A, A, B, und ich versuche auszurechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich zum Zeitpunkt t gleich 1 im Zustand 2 bin. Das ist, wie wir gesehen haben in der Formel, hängt von den Alphas davor ab und es hängt von der Emissionswahrscheinlichkeit ab, in diesem zweiten Zustand ein Symbol A zu produzieren und den Übergängen von den jeweiligen Vorgängerzuständen in den gegenwärtigen. Nun, da können wir das alles zusammenrechnen, das heißt, das Alpha im zweiten Zustand zum Zeitpunkt 1 und ein A zu produzieren, bedeutet, wir haben ein A im zweiten Zustand von 0,3, eine Emissionswahrscheinlichkeit von 0,3, das heißt, wir brauchen die in beiden Fällen. Dann haben wir einen Übergang vom ersten Zustand in den zweiten zu kommen, von 0,4, und wir haben eine Übergangswahrscheinlichkeit im zweiten Zustand zu bleiben von 1. Das heißt, wir müssen 0,3 mal 0,4 mal dem Alpha davor rechnen, und das ist 0,12, plus 0,3 mal 1 mal dem Alpha davor, und im initialen Zustand war das Alpha davor 0, das habe ich also 0 mal 1 mal 0,3 ist 0, das heißt 0,12 plus 0 gibt mir 0,12. Das heißt, ich hangle mich hier durch und wende diese Formel an und berechne nun für jedes dieser Alphas, für jeder dieser Zustände und Zeitpunkte jeweils dann die entsprechenden Emissionswahrscheinlichkeiten, die Vorgänger Alphas, und hangle mich so durch das ganze Netz, bis ich dann am Ende im Zeitpunkt t gleich 3 die Alphas herauslese für die verschiedenen Zustände. Wenn ich am Ende im finalen Zustand ankommen will, dann bekomme ich ein Alpha von 0,13 hier, denn ich will herauslesen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich die gesamte Sequenz durchlaufen bin, alle Beobachtungen gesehen habe, über alle möglichen Pfade durchgegangen bin und dann den Endzustand Alpha zum Zeitpunkt t gleich 3 im finalen Zustand Zustand 2 bin. Und wir sehen, dass nachdem ich das Ganze durchrechnet habe, komme ich da auf ein 0,13. Das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Modell diese Beobachtungssequenz hätte produzieren können. Nun, wenn ich das in der Erkennung nun einsetze, wiederhole ich diesen Prozess für alle meine Modelle und kann dann natürlich auswählen, welches das Wahrscheinlichste jeweils war. Nun geht das, wenn ich Einzelwörter habe oder einzelne Phoneme, würde ich in diesem Falle den Evaluationsalgorithmus laufen lassen. Ich bekomme dann eine Wahrscheinlichkeit, welches dieser Modelle am besten passt. Aber das reicht uns für kontinuierliche Sprache jetzt auch nicht. Ach no, Entschuldigung, ich muss noch eins sagen. Es gibt auch den Backward-Algorithmus, der ist aber ganz analog, das ist dasselbe, nur im Rückwärtsgang. Das heißt, wir haben auch hier wieder wir haben Betas anstelle von Alphas. Und in diesem Falle gehen wir hier von rechts nach links durch das Modell, aber der Algorithmus funktioniert ganz genauso. Der Decoding-Algorithmus, und den möchte ich Ihnen noch erklären. Sorry, eine Minute noch. Der Decoding-Algorithmus ist einfach zu verstehen, weil er ganz, ganz ähnlich ist wie der Forward-Algorithmus. Und deshalb brauchen wir wirklich nicht viel Zeit. Also geben Sie mir noch die eine Minute.
Wir haben im Decoding-Algorithmus auch hier wieder eine Hilfsvariable. Also im Decoding-Algorithmus versuchen wir nicht festzustellen, wie wahrscheinlich ist es, die Emission zu produzieren mit diesem Modell, egal welche Übergangssequenz. In diesem Falle wollen wir die Wahrscheinlichkeit bestimmen für den wahrscheinlichsten Pfad. Das heißt, wir wollen wirklich feststellen, was ist denn der wahrscheinlichste Pfad durch mein Modell. Und das ist das, was wir vorhin besprochen haben mit den Uhren. Ich will feststellen, welche Zustandssequenz war denn die wahrscheinlichste. Und das tue ich damit, dass ich eben die Wahrscheinlichkeiten der wahrscheinlichsten Sequenz finde. Und das tue ich auch wieder mit einer Hilfsvariable, die ich jetzt VP nenne anstelle von Alpha. Aber Sie sehen, anstelle einer Summe habe ich jetzt hier eine Maximierung. Das heißt, ich suche jetzt nicht die Summe bei meiner Hilfsvariable, nicht die Summe aller Vorgängerpfade, sondern ich nehme nur den wahrscheinlichsten der Vorgängerpfade und das eben auch wieder durch Induktion. Ich nehme sozusagen den wahrscheinlichsten aller Vorgängerpfade dadurch, dass ich durch die Hilfsvariable annehme, dass ich den wahrscheinlichsten der Vorgängerpfade im Vorgängerzustand kannte, mal der Wahrscheinlichkeiten der Übergänge, mal der Emissionen und dann von den Vorgängern, die ich jetzt in den gegenwärtigen Zustand habe, nehme ich dann den größten. Ich nehme den mit der größten Wahrscheinlichkeit. Und auch hier läuft dann Induktion schrittweise durch, dass ich von jedem mich durch alle Zustände durchhangle, aber jetzt anstelle alle Vorgängerpfade aufzusummieren, nehme ich nur den mit der größten Wahrscheinlichkeit. Wenn ich dann am Ende angekommen bin, habe ich auch hier wieder die Wahrscheinlichkeit entlang, die Beobachtungen zu probieren für dieses Modell, aber nur entlang des wahrscheinlichen Pfades anstelle über alle möglichen Pfade. Und das ist insofern natürlich nützlich, weil ich, wenn ich während dieser Induktionsschleife oder während dieser Schritte mir immer merke, welches denn der wahrscheinlichste Vorgängerpfad war, dann kann ich mir ein Backtrace bauen, also mit anderen Worten, in jedem dieser Maximierungsschritte merke ich mich, welches der Vorgängerpfade denn der bessere war, sodass, wenn ich am Ende angekommen bin, habe ich eine Pointer-Table, also eine Zeigertabelle, die mir sagt, wie ich von dem Endzustand zum Anfangszustand komme, entlang des besten Pfades. Der Grund, warum der Algorithmus daher Decoding-Algorithmus heißt, ist, wir maximieren hier die Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Pfade und am Ende durch eine Backpointer-Table können wir diesen besten Pfad auch wieder rauslesen und das ist dann mein Decode. Das ist dann sozusagen das Dekodieren meiner besten Sequenz. Und auf diese Weise kommen wir dann am Ende auch auf die beste Übergangs auf die besten Sequenzen, die mir dann auch die beste Sequenz von Phonemen und Wörtern und so weiter am Ende gibt. Also der klassische Decoder eines HMMs läuft mit Viterbi, wo man also sich dann auf diese Weise durch das ganze Netz durchhangelt. Okay, gut, ich empfehle das, sich nochmal reinzuziehen, denn das ist ein bisschen knifflig. Sollten Sie verstehen, kommt in den Übungen dran, kommt mit Sicherheit in der Klausur dran. Und wenn Sie sich das jetzt genau anschauen, hilft Ihnen das. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie wir diese Parameter trainieren. Also wie trainieren wir die A's und die B's, also die Emissionswahrscheinlichkeiten und die Übergangswahrscheinlichkeiten müssen wir noch anhand der Trainingsdaten trainieren und das besprechen wir das nächste Mal. Dankeschön.